In Tübingen liegt die aktuelle Inzidenz bei 35. Der Einzelhandel konnte daher bereits diese Woche wieder öffnen. Für Menschen, die aus anderen Landkreisen nach Tübingen kamen, wurde eine Testpflicht eingeführt. Jetzt möchte die Stadt Tübingen noch mehr öffnen und nach dem Prinzip Testen und Öffnen Modellstadt in Baden-Württemberg werden. Und deswegen hat die Stadt beim Land einen Antrag auf Genehmigung eines Modellversuchs gestellt, der mehr Öffnung mit mehr Sicherheit verbinden soll. Das heißt, Geschäfte, die derzeit noch geschlossen sind, können zusätzlich geöffnet werden. Insbesondere kann die Außengastronomie und die Kultur geöffnet werden. Momentan gibt es in Tübingen 3 zentrale Teststationen in der Innenstadt. 2 weitere sollen am Montag und Dienstag dazukommen. Künftig müssen sich auch die Tübinger Bürger testen lassen, um anschließend mit dem sogenannten Tübinger Tagesticket dann wieder Geschäfte, Gastronomie oder Kultur genießen zu können. Um das Risiko der zusätzlichen Öffnung zu beherrschen in der Zeit, in der die Zahlen allgemein wieder ansteigen, müssen auch die Betriebe, die jetzt schon ohne Test genutzt werden können, jedenfalls von den Tübingerinnen und Tübingern, für Auswärtige haben wir die Testpflicht ja schon, den Nachteil hinnehmen, dass auch ihre Kunden sich testen lassen. Mit den 6 Teststationen könnten mindestens 1000 Menschen pro Stunde getestet werden, erklärt die Pandemiebeauftragte Lisa Federle. Unser Konzept jetzt ist, dass wir sagen, wir machen mit den neuen Schnelltests, das sind die Schnelltests zweiter Generation, wir sagen dazu Popeltests, die nur ganz leicht in die Nase rein müssen. Sie müssen also nur 1,5 bis 2 Zentimeter in die Nase rein, die tun nicht weh, die kitzeln nur. Mit diesen Tests machen wir jetzt diese Abstriche, damit die Bevölkerung auch die Angst davor verliert. Erst gestern trafen in Tübingen 350.000 dieser neuartigen Schnelltests ein. Das Modell soll außerdem wissenschaftlich begleitet werden, um beispielsweise auch herauszufinden, wo sich Menschen eher anstecken. Das Konzept sei für 3 Wochen geplant. Noch warte man aber auf die Zusage und Genehmigung des Landes. Weitere Informationen sowie Standorte der Teststationen finden Sie auch unter www.tübinger-teststrategie.de.